Na, es ist fast Mitternacht, also muss ich sagen, guten Morgen oder ich wünsche euch einen schönen Tag, den Tag, der kommt, wie auch immer. Demokratie ist schlecht. Ich sage das so aus eigener Erkenntnis heraus. Demokratie, Demokratie, man beschädigt unsere Demokratie. Ach ja, na und? Ist doch logisch. Ich beziehe mich dann gleich auf einen Kommentar aus der New York Times. Interessant fand ich den und der hat mich eigentlich dazu bewegt. Ich habe schon mal im März 21 ein Video gemacht, eine Nachlesung, Teil 5, Nachtrag 03. Es droht die, was für eine Kratie? Ja, die Idiokratie droht, das wissen wir. Wie immer sage ich dann, tut etwas, klar. Ich bin dann darauf eingegangen, bloß mal ganz kurz. Es scheint ein Kreislauf zu sein, der immer irgendwie durch Idiokraten letzten Endes hervorgerufen wird. Man kann sagen, ich habe das mal zusammengefasst, Anzahl der Herrscher, einer herrscht, Gemeinwohl, naja, eine Monarchie, funktioniert wohl nicht so richtig, ne? Oder einige herrschen, eine Aristokratie, die Herrschaft der Besten eigentlich, Aristo, das Beste, ne? Oder eine Oligarchie, oder eine Demokratie, oder gar eine Ochlokratie. Ich glaube, so einen Zwischenstand haben wir. Und es scheint ein ewiger Kreislauf zu sein. Warum ist Demokratie schlecht? Ganz einfach, weil das Volk regiert. Und das wäre vielleicht eine gute Sache, aber nicht, wenn das Volk ganz gezielt und ganz klug von außen verblödet wird. Wenn es verblödet wird, und jetzt habe ich meinen Bogen natürlich, IQ ist nichts, Unbildung ist alles, ne? Wenn das Volk verblödet wird, ja, dann rennt es dem größten Idioten hinterher. Oder besser gesagt, rennt es dem hinterher, der unter den Blinden als einäugiger König ist. Dabei müsste er zwei Augen haben, nicht bloß eins oder eigentlich gar keins. Und das ist das Problem. Und deswegen sage ich, Demokratie ist Mist. Weil es ist möglich, dass, wenn die Massen verblödet werden, die gar nicht mehr darauf achten, wer sie wirklich beherrscht. Und ganz kurz aus diesem Artikel. Dann ist natürlich die Frage, wen brauchen wir denn? Und da sagt der Ökonom Hans-Hermann Hoppe, der formuliert es in seinem Buch so, das klingt gut, aber das kratzt nur an der Oberfläche. Die Demokratie muss sowohl in wirtschaftlicher als auch in moralischer Hinsicht als historischer Fehlschlag beurteilt werden. Demokratie fördert Kurzsichtigkeit, Kapitalverschwendung, Unverantwortlichkeit und moralischen Relativismus. Sie führt zu dauernder, zwangsweise Einkommens- und Vermögensumteilung, Umverteilung und ständiger Rechtsunsicherheit. Sie fördert das Demagogentum und den Egalitarismus. Sie ist nach innen gegenüber der eigenen Bevölkerung und nach außen hin aggressiv und tendenziell totalitär. Ach nee, naja. Insgesamt führt sie zu einem dramatischen Anstieg der Staatsmacht. Sie ist ebenso zum Untergang bestimmt, wie der Sowjetkommunismus zum Untergang bestimmt war. Ja, klar, aber es kratzt an der Oberfläche. Letzten Endes, warum? Das sagt er nicht, sondern nur, wozu sie führt, aber das wissen wir selber. Winston Churchill, ich zitiere wieder aus der Epoch Times, Winston Churchill hatte vielleicht recht, wenn er meinte, dass die Demokratie die schlechteste aller Staatsformen sei. Ausgenommen alle anderen. Klar, lustig. Churchill hatte überhaupt solche lustigen Sprüche. Und der Autor, der Oliver Kessler, der schrieb dann auch, wir sollten mal ein bisschen umdenken. Um es in den Worten des großen Buchautors Roland Bader zu sagen. Wir haben 1000 Jahre gebraucht, um festzustellen, dass wir keine Kaiser, Könige und Fürsten brauchen, die uns vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben. Vielleicht brauchen wir keine weiteren 1000 Jahre, um zu begreifen, dass wir dazu auch keine Regierungen, keine Parteien, keine Politiker und keine Funktionäre brauchen. Ja, gut, ja. Und ich komme wieder zurück. Die Demokratie ist eine gute Sache, wenn die Leute Bildung haben. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Zuhörer, genauso darüber denken. Die Demokratie ist eine tolle Sache, am besten sogar eine direkte Demokratie. Wenn die Leute Bildung haben, wenn die Leute einen Schulabschluss haben, dann sollten sie wählen dürfen und nicht eher und so weiter und so fort. Alles solche Dinge, was wir alle schon wissen. Sie merken vielleicht alle schon, dass ich keine Lust mehr habe, irgendwelche aufrüttelnden Videos zu verbreiten.
Da gibt es nichts mehr aufzurütteln. Wir sind aufgerüttelt und die anderen, die werden jetzt langsam wach, ne? So langsam. Und so langsam kommen die, wir sagten in der DDR dann Wendehälse dazu, sprich ZDF, ARD und Co. Oh, wir müssen ja auch mal über die Impfnebenwirkungen berichten. Nom, 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 nom. Nicht, dass man uns später dann was vorwirft, na und so weiter und so fort. Kennen wir ja alles. Das war immer schon so, dass dann die Ratten aus den Löchern gekrochen kommen, sich wieder zeigen und sagen, ich war schon immer dagegen. Oder ich habe, naja, und so weiter. Wissen wir alles. Also, darum geht's nicht. In den Kommentaren bitte wieder sachlich, also sachbezogen bleiben, nicht rummeckern. Wir wissen das alles schon. Wir müssen hier keine Aufrufe starten. Wen sollen wir denn noch aufrufen? Nur uns. Ja, und wozu? Dazu? Naja, gut. Mal sehen. Vielleicht kommt noch was Kluges. Wir sammeln ja hier auch Wissen. Und darum geht's letzten Endes. Bei alledem, ich bleibe dabei. Macht was, sage ich immer gerne. Warum? Damit die Unbildung nicht marschiert. Damit wir wieder eine Demokratie und keine Idiokratie haben. Dann könnte vielleicht was draus werden. Bin gespannt auf Ihre Kommentare, meine Damen und Herren. Wünsche eine gute Nacht und einen schönen Start in den Tag morgen. Ich muss morgen früh wieder raus, aber das muss ich heute mal loswerden. Bis zum nächsten Video, wann auch immer das sein wird. Na dann, tschüss, tschüss.